So, ja, Didi, lass uns noch mal einsteigen. Wir gucken uns jetzt mal an, was wir hier gekriegt haben zum Cocofrizzi-Tag. Wir haben noch gerade so einen Rucksack gekriegt. Hier. Schön! So weit kriegt man einfach auf Cocoleiland, wa? Ja, aber nur auf Cocoleiland. Das kriegst du nur hier auf Cocoleiland, sonst nirgendwo. Hier, Cocofrizzi-Tag. Oh, Cocofrizzi-Tag. Mit Flitzi drauf. Hier. Oi, je, je. Kugelschreiber haben wir gekriegt. Ja. Was haben wir noch gekriegt? Gucken. Oh. Ja, ein T-Shirt, ein Flitzi drauf. Das sieht ja schön aus, hey! Flitzi-Tag. Ja. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Und noch ein Flitzi. Ach, ein Flitzi. Souvenir. Cool. Oh, sieht richtig klasse aus. Ja. Oh. Oh, schick. Aber ist nicht rot, so wie ihr Flitzi. Ne? Ach, kann man ja bemalen. Das geht. Flitzi. Was? Oh, was ist das? Oh, ein dickes hier Buch, oder was? Oi, oi! Ja, hier sind unsere Papiere, den Cocofrizzi-Tag, ne? Cocofrizzi-Tag, ja. Gute hier. Ja. So, dann haben wir hier ein Flitzi-Buch. Wahnsinn, das ist ja. Noch ein Flitzi-Buch. Noch ein Flitzi-Buch. Guck mal, jetzt hier Space-Flitzi, den wir. Ach so, genau. Oh, guck mal, alles voller Flitzis hier. Boah. Oh, Racing habt ihr auch gemacht früher. Oi. Ach, guck mal. Der Flitzi. Ja, schön, ne? Ja. Machen wir uns hier alles an mal fest. Natürlich kann man auch hier noch haben. Ja. Hier noch. Ah, Bonbon. Kann man ja. Sag mal was nehmen. Bonbon für Sie. Dankeschön nochmal, Bob. Für mich. Bonbon. Ist sehr effizient. Mal hier noch. Ein Schlüsselanhänger vermutlich mal. Schlüsselanhänger. Jawohl. Flitzi, Schlüsselanhänger. Sehr großzügig hier, die Cocoleiländer, wenn sie so Cocofrizzi-Tag machen. Sehen Sie immer noch, da habe ich Ihnen nichts Falsches gesagt. Hier auf Cocoleiland sind sie alle sehr, sehr nett, die Cocoleiländer. Ne? Ja, das kann man wohl sagen. Ja. So, hier habe ich noch Essensgutscheine. Essensgutscheine. So, können wir jetzt, würde ich sagen, gehen wir doch direkt mal was essen. Ja, denn ich habe so langsam Hunger bekommen. Ja. Ne? So, dann bitte schön an Manaku, ja. 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 Auf Cocoleiland seid alle Michael Jackson-Fans, ne? Ja, weil das ist der Popstar. Der kann gut rocken, der hat was an sich, will die Welt retten. Und deshalb ist der auf Cocoleiland auch gewollt. Aber habt ihr keine eigenen Stars auf Cocoleiland? Doch, wir haben auch einige Stars hier auf Cocoleiland. Herr Didi, jetzt muss ich Sie mal was fragen. Bitte. Mir ist ja der Michael erschienen am Kryptonasium. Ja. Und der Herr... Der geehrte Rat, er hat ja gesagt, keine Angst, Herr Monaco, dem Michael geht's hier gut auf Cocoleiland. Was hat er damit gemeint? Also wie hat er das gemeint? Also das darf ich Ihnen eigentlich nicht sagen, aber ich sag Ihnen das ruhig trotzdem. Der Michael Jackson ist nicht tot. Der ist jetzt hier auf Cocoleiland und nicht mehr auf der Erde. Ich hab den Michael Jackson am Kryptonasium habe ich ihn getroffen und habe den Michael Jackson ein bisschen interviewt. Hallo Michael Jackson. Hallo. Ich grüße dich. Grüße. Ja, mich kennst du ja vielleicht auch von Hören hier auf Cocoleiland. Mein Name ist Didi, Stuntman. Oh yeah. Ja, ich wollte Sie mal was fragen, Herr Michael Jackson. Wie hast du es denn geschafft, von dem blau-weißen Planeten nach Cocoleiland zu fliegen? Ja, wir sind gekommen von Cocoleiland mit einem Raumschiff. Und ich bin mitgeflogen. Und du hast dich hier aufgeladen, Michael Jackson, ja, am Kryptonasium. Yes. Und hast auch hier die Tanzschritte gelernt. Ist das so richtig? Yes, here. Here is my dancing area, I say so. Here. Ich habe mich aufgeladen am Kryptonasium. I was a little boy. Und plötzlich
I had a move. I can make moves. I can dance. Very nice. Very nice. Thank you. I love it. I love it. Great. I love it. Very good. Very nice. Wann diese Tanzschritte schwer hier, das zu erlernen hier auf Kokolailand? No, no, no. It was very easy. Because the Kryptonasium, the Kryptonasium gives me the power. Ich kam immer wieder zurück nach Kokolailand und ich habe mich aufgeladen, wenn ich ein Konzert geben musste, ein Konzert oder... Aber leben tust du jetzt hier auf Kokolailand? Ja, ich lebe jetzt auf Kokolailand. Ich liebe diesen Planeten. Auf der Erde ist zu viel. Auf der Erde ist zu viel Stress. Zu viel Stress? Yes. Yeah. I love it. Here it is very nice. I have my own ranch, Kokolailand Ranch, here. Auweia, der Michael ist hier auf Kokolailand. Der Michael Jackson ist hier auf Kokolailand. Also der Michael Jackson, der kann deshalb sehr gut tanzen, weil er schon als Kleinkind, sag ich mal, auf Kokolailand war und hat sich immer am Kryptonasium sich aufgeladen. Das ist eigentlich der wesentliche Grund, warum er so gut tanzen kann. Der Michael ist immer nach Kokolailand gekommen. Immer nach Kokolailand. Hat sich hier aufgeladen am Kryptonasium. Hat sich immer am Kryptonasium. Ist wieder zur Erde geflogen. Ja. Und hat dann da die absolut geilsten Tänze hingelegt. Genau. Ach du Scheiße. Genau. Ja, jetzt wird jetzt mir einiges klar. Also beim letzten Mal, wo er hier auf Kokolailand war, wo er sich aufgeladen hat am Kryptonasium, hat er sich einfach gedacht, ich bleibe jetzt hier auf Kokolailand. Hier auf Kokolailand hat der Michael Jackson festgestellt, dass es hier besser ist, saubere Luft und dass es einfach hier auf Kokolailand harmonischer zugeht. Hier ein Kinefit-Orakel. Da gehe ich jetzt mal hin. Was ist denn jetzt? Was hat das Orakel denn gesagt? Also, das Orakel hat gesagt, wir müssen da entlang. Ja, da können wir hochfahren. Das sieht aus wie eine Kohlenwäsche. Ich kann mir nicht helfen. So, jetzt fahren wir mal nach oben hin, ne? Ja. Genau. Weißt du, was das Interessante ist?
Tatsächlich. Alles nur Tarnung. Sehen Sie, Herr Monaco? Ich werde jetzt erstmal den Pult hier bedienen. Ja, mit dem Pult werde ich jetzt bedienen. Ich drücke mal drauf, was jetzt passiert. Neue Erkenntnisse, sage ich mal, von Killefit konnte ich auch nicht finden. Ja, da ist hier gerade das Problem, Herr Monaco. Dass ich hier leider, sage ich mal, keine neue Erkenntnisse gewonnen habe hier mit Killefit. Nee, bringt nichts. Können wir gehen. Bringt nichts. Lass uns weitergehen, Monaco. Bringt nichts. Haben die Kokolein das nicht schön gemacht hier mit der Tarnung? Ja, ja? Sieht echt aus. Ja, das ist mal. Danke, okay. Nee, da brauche ich das. Was machen Sie, Herr Didi? Ich werde jetzt nach Killefit zu und werde jetzt, sage ich mal, meinen Computer einschalten. Oh, das muss ich aber genauer sehen. Herr Matt, ich kann hier nichts finden. Dann lass uns jetzt gehen. Ne? Ja, auch leider auf der Landkarte im Computer habe ich es auch nicht gefunden. Also ich bin stolz auf meine Landsleute. Die Tarnung ist perfekt, Herr Monaco. Super. Jetzt mal da, vielleicht gibt es da Killefit, ne? Scheiße, ich komme da gar nicht dran. Das ist abgeschlossen. Ich glaube aber nicht, dass das Killefit ist. Ich glaube nicht daran. Wissen Sie das nicht? Ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaube aber, dass das ein kokolainischer Hund ist. Ach so. Ja, aber ein großer Hund, ne? Ja, ja. Das ist hier der Heilige Gral. Ach so, der Heilige Gral ist auf Kokolailand. Der ist auf Kokolailand, genau. Können wir auf der Erde ja lange danach suchen. So, Herr Monaco, schauen Sie mal da, schauen Sie mal rüber. Da hinten sehen Sie die ganzen Flitzis. Da hinten ist die Konzerthalle. Und da hinten ist das Bolvasium. Sehen Sie das? Moment, die ganzen Flitzis, da sitzen. Da sind die ganzen Flitzis, genau. Konzerthalle von Kokolailand. Konzert von Kokolailand, genau. Und da hinten ist das Bolvasium.
Ach, ja. Herr Didi, die Konzerthalle von Kokolailan, die sieht eigentlich auch aus wie ein Raumschiff. Ja, natürlich. Das ist normalerweise keine Konzerthalle. Also das ist eine Konzerthalle, aber man kann es auch als Raumschiff nehmen, als Notraumschiff. Das heißt, wenn auf Kokolailan irgendwas passiert und die Kokolailänder müssen evakuiert werden, dann können wir damit mit dem Raumschiff wegfliegen. Mit der Konzerthalle könnt ihr dann wegfliegen? Mit der Konzerthalle, genau. Wir haben nur 200.000 Einwohner. Dann können alle da rein. Dann können alle da rein. Dann könnt ihr damit irgendwo hinfliegen. Evakuieren. Ja. Wie geil auf, ist das? Auf einer Planeten oder? Das möchte ich ja mal sehen, wenn die Konzerthalle abhebt. Ja, das werden sie natürlich hoffentlich nicht zu sehen bekommen. Das ist, sag ich mal, nur im Notfall. Die Konzerthalle ist auch ein Raumschiff. Ich drehe durch. Also das werden sie natürlich nicht zu sehen bekommen. Wie gesagt, das ist nur im Notfall. Kommen Sie.